Er mag Disziplin. Roberto Di Matteo ist ein Arbeiter. Passt, was das angeht, perfekt nach Schalke, wo mehr als anderswo gefordert wird, dass die Mannschaft kämpft und sich Erfolge erarbeitet. Genau das aber kam in der Saison bisher eindeutig zu kurz. Di Matteo soll nun mit klaren Ansagen frischen Wind nach Gelsenkirchen bringen und Schalke neues Leben einhauchen. Es ist ja immer so, wenn ein neuer Trainer kommt, glaube ich, die Karten werden neu gemischt, jeder will sich zeigen. Aber ich glaube, das hat auch, finde ich, damit zu tun, dass wir, alles ist schon aufgebaut, dann wir gehen von Spielform zu Spielform, keine Zeit verlieren. So ist die Intensität höher, so hast du weniger Zeit zum Verschnaufen, musst einfach Gas geben. Und ich glaube, nach dem Training gehst du mit einem Lachen nach Hause, weil du weißt, du hast viel gemacht und gut trainiert. Disziplin ist das neue Zauberwort auf Schalke. Zwar wird es tunlichst vermieden, gegen den Ex-Trainer Keller nachzutreten, auffällig ist es aber schon, wie Dinge an Di Matteo gelobt werden, die im Fußball eigentlich selbstverständlich sein sollten. Irland hat auch sehr diszipliniert defensiv verteidigt. Man hat gesehen, dass man dann mit etwas Glück auch noch einen Unentschieden holen kann gegen den Weltmeister. Und deswegen Disziplin muss über allem stehen. Roman Neustädter hätte der DFB-Elf gegen Irland sicher zu mehr defensiver Stabilität verhelfen können. Ob als Sechser oder Innenverteidiger. Neustädter ist vielseitig und diszipliniert. Fragen nach Di Matteos neuen Regeln weicht er aus, auch um keine Kritik an Jens Keller zu üben, unter dem die Spieler ihren Strafenkatalog selbst erstellt hatten. Was soll ich jetzt Zahlen sagen oder keine Ahnung, ist ja bei jedem anders. Jeder legt das anders aus, jeder hat seine Präferenzen, wo er genau Wert drauf legt. Und ich glaube, wenn ihr irgendwo zu spät kommt, müsst ihr auch zahlen, oder? Oder ist nicht so? Ja, ich bin ja mein eigener Chef. Nee, aber es gehört dazu. Ich glaube, Disziplin, da fängt die Disziplin schon an außerhalb vom Platz und das überträgt sich auch auf den Platz. Deswegen ist es immer wichtig, pünktlich zu kommen. Wenn dann mit Hertha BSC auch noch ein Gegner kommt, der auf Schalke zuletzt 2004 gewonnen hat, dann kann Schalke mit einer disziplinierten Leistung auf den dritten Saisonsieg hoffen.